Der Gemeinde-TV-Newsflash aus Weidhofen an der Ips. Heute von einem Fleckerl, wo es wahrscheinlich nächste Woche in den Semesterferien ganz viel Schnee geben wird. Die Königsberglifte und auch die Forsteralm haben aktuell Skibetrieb und haben sich heuer einiges einfallen lassen. Es gibt wieder eine Flutlichtanlage zum Beispiel, aber auch ein Afterwork-Skifahren. Weidhofen ist gerade zum Schaugarten des Jahres 2022 gekürt worden. Dafür wurden letztes Jahr alle 92 Natur im Garten Gärten genau unter die Lupe genommen und jetzt ist das Ergebnis bekannt gegeben worden. Magdalena Stöger, du bist die Organisatorin von Garten findet statt hier in Weidhofen. Warum glaubst du, habt ausgerechnet ihr diese Auszeichnung bekommen? Wie in vielen Bereichen in Weidhofen setzen wir bei den Gärten auch auf die Vielfalt und ich glaube, das ist etwas, was uns auszeichnet vom Schlosspark, der das ganze Jahr über verschieden blüht, bis zum Schwarzbachareal idyllisch romantisch angehaucht oder zum kostbaren Waldgarten, der am Fuße des Buchenbergs beheimatet ist, wo man eben den Garten nicht nur genießen kann, sondern auch kosten kann. Und das ist etwas, was Weidhofen auszeichnet, Gärten nicht nur zum Schauen, sondern zum Erleben. Heute sieht man ja leider nicht so viel von euren schönen Gärten, aber der nächste Frühling kommt bestimmt und da wünschen wir euch ganz viele Besucher. Danke fürs Interview. Dankeschön. Und der Lions Club lädt zum Ball für den guten Zweck. La Fête Metallique, zu Deutsch die Metallparty, findet am 18. Februar statt. Und zwar hier im Schloss Rothschild im Kristallsaal. Das Ganze ist ein Gala-Dinner mit Musik und einem Heimtaxi-Service. Um 19 Uhr geht's los. Den nächsten Newsflash aus Weidhofen an der Ips gibt's nach den Semesterferien wieder. Alle Beiträge könnt ihr bis dahin auf www.gemeindetv.at ansehen.